Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Klemmi freut's auch. Ja. Ein wenig begeistert, ne? Ja, ich weiß auch warum. Ja. Denn wir waren heute im Kaufland. Mhm. Und waren dann sehr, sehr enttäuscht, weil von unseren Playtief-Dingern da nichts da war. Nicht ein einziger Krümel. Ja. Es hat auch nicht so ausgesehen, als wäre da irgendwie ein Ansturm von Tausenden von Leuten gewesen, die die Dinger aufgekauft haben. Die hatten einfach gar nichts. Ja, was ist dann sonst noch gewesen? Da waren jede Menge Sets aus Dänemark. Und dann haben wir gedacht, naja gut, okay, gucken wir mal danach, vielleicht ist da ja ein Angebot und so weiter. Warum lachst du auf einmal? Der lacht. Du meinst wegen den UVP-Preisen, die da standen? Ja. Da habe ich zum Dick gesagt, oh, die zwei Sets, die könnten wir ja, und dann sehe ich einen Preis und habe ich gesagt, die könnten wir schön hier im Regal lassen. Jetzt, demnächst kommt ja jetzt hier ab Freitag Black Friday. Da gehen die Preise in den Keller, ins Bodenlose und noch tiefer, dritte UG, mit Füße waschen und allem drum und dran. Ja. Da habe ich dann gesagt, das Zeug bleibt hier. Das nehmen wir nicht mit. Dann haben wir hier dieses Ninjago-Heft gesehen. 5,99 mit Drachen Ninja Jay. Der ist ja auch in sämtlichen Heften mindestens 250 Mal drin. Immer wieder mit anderer Ausrüstung. Ja, einer von den also, fünf ist meistens drin. Ich habe WoW gespielt und so weiter. Und dann konnte man laufend die Ausrüstung wechseln. Ja, was da die Figuren mitschleppen mussten. Ja, die haben mindestens mal fünf Planwagen hin. Also hätte ich hinter mir herziehen müssen. Fünf Planwagen. Egal. So, wir haben das jedenfalls mitgenommen, finden es interessant, wollen es euch vorstellen. Außerdem sammeln wir ja die Figuren. Ne? So, was haben wir da hinten drauf? Lesen, rätseln, spielen. Und da ist die Öffnung. Genau. Kleiner Hinweis noch zu dem ersten Playmobil-Video, was hochgeladen worden ist. Mir ist da ein Fehler passiert. Ich habe außersehen das zweite statt erste freigeschaltet. Hab's dann aber korrigiert. Nur falls sich einige wundern, dass ein bestimmter Link nicht mehr geht. Ja, wir haben das in einer bestimmten Reihenfolge, hatten wir das gemacht, an einem schönen Tag, wo wir mal ein bisschen Zeit hatten. Und in Linie einsortiert. Klemmi ging her, Würfelbecher, schwupp, pasch nix. Und schon war es passiert. Ja. Hier haben wir dieses wunderschöne Heft. Jago Sonderausgabe. Ja, was kostet das normal? 5,99 Euro. Und was habe ich bezahlt? 5,99 Euro. Ja. Gut. Boah, ich war jetzt am Schwitzen. Ich dachte, ich hätte einen Euro mehr bezahlt. Da hätte ich mich jetzt geärgert ohne Ende. So. Weil ich bin so einer, der... Ja, ich kaufe viel, aber ich möchte auch nicht beschissen werden. Ja, und bin auch ein kleines Sparbrötchen. Wenn ich weniger bezahlen muss, und dann tue ich das auch. Ich will nichts umsonst haben, auf gar keinen Fall. Ja, so sieht das Heft dann komplett aus. Ich werde es euch jetzt mal kurz vorstellen. Die erste Innenseite leer. Da könnt ihr persönliche Nachrichten reinschreiben, wie zum Beispiel, das Ding ist zu teuer oder so. Oder ich finde es gut. Oder schaut LB. Das wird mir am besten gefallen. So, ja, dann geht das hier los. Das ist hier für Klemmi. Ich glaub's doch nicht im Ernst, dass ich das brauche. Also bei dieser Figur doch bestimmt. Ja, da rollen die Köpfe schon wieder. So, dann haben wir hier ein Rätsel.
Dann werden hier irgendwelche Dings gesucht. Such den Doppelten und wenn du gefunden hast, behalt ihn. Ja, dann hier so eine richtige Bande. Und damit meine ich nicht die Dinger hier beim Billardspielen. Da gibt es auch Banden. Die sind aber für was anderes gut. So, dann hier. Wer geht, wenn ja, wohin? Meiner Meinung nach sind alle Gläser halb leer. Bezweifle ich. Die zwei hier, die passen zusammen. Dann würde ich sagen, die zwei. Ach, egal, ich will es euch nicht vormachen. So, dann hier das erste Comic, Steinhardt. Ne, das ist. Zwei Seiten Comic? Alter! Gebt euch mal nicht zu viel. So, dann hier die tun ihren Ninja Garden inspizieren. Hier ein Suchbild. Hier Bergklopfen, ja und warum. Aha. Also die Rätsel überzeugen mich irgendwo ein bisschen. Ja, ist so. Ich bin sowieso ein Rätselfreund. Ninja im Herzen. Und Schweißfüße in den Socken. Ja, scheint hier irgendeine Geschichte zu sein. Ja, warum auch nicht? Sehr gut. Wann wird den Kindern eigentlich mal irgendwann mal was vorgelesen? Ja, das passiert leider viel zu selten. Wird doch gar nicht mehr gemacht. Ja, also Rätsel hier sind jede Menge reichlich drin. Das ist wie so eine Rätselrevue für Kinder. Gefällt mir. Gar nicht so doof, dass wir es mitgenommen haben. Ja, alles voll mit Rätsel. Spinnenroboter. Die spinnen, die Roboter. Eine Seite Comic. Kurze Comics. Ja. Die sind kürzer als die Langcomics. Brauchst noch ein paar Waffen. Erst einmal fallen gelassen. Ja. War auch nicht schlecht hier. Cool. Das Heft gefällt mir. Tut mir leid, gefällt mir. Hier sind die Lösungen. Auch gut. Und die vorletzte Seite leer. Das ist mal ein entspannender Ausgleich zu den vielen vollen Seiten. Ja. Und das ist die letzte Seite, die war verdeckt gewesen. Durch Jennis. Das hatte ich euch schon gezeigt. Also, wer gerne Rätsel macht, eine hübsche Figur haben will, Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Schon wegen den ganzen Rätseln. So. Oh je, jetzt blitzt er rum mit seinen Schwertern da. Ja. Ja, wirklich. Ich tue das mal ein bisschen weg, damit der Fokus besser greift. Schöne Figur. Die ist geil, die Figur. Boah, die Bedruckung ist schon der Hammer. Ja. Die Schwerter sind auch gut. Packe ich jetzt mal einfach mal weg. Die Griffe von den Schwertern sind heftig. Die sind ja geil. So, die Beine sind Trans Yellow. Mit Bedruckung. Der Oberkörper ist, die Arme sind Trans Yellow. Oberkörper bedruckt vorne und hinten. Hinten ist mal so ein Schulterpolster-Ding, wo Technikachsen reinpassen. Und der Kopf ist vorne dual-molded, der Helm vorne Gold. Und hinten ist er auch Trans Yellow. Sieht nicht wirklich gut.
so, Leute. Die Griffe von den Schwertern, das sind Drachenköpfe. Ja. Sieht fantastisch aus. Ja, sehr schön. Auch der Kopf ist ein Trenziello mit Bedruckung. Also die Figur macht schon was her. Ja. Gut, dass wir sie gekauft haben. Ja. Ja, ich würde sagen, also wegen der Figur und auch hier wegen den Rätseln und den Schwertern hier, den Griffen vor allen Dingen. Denn so habe ich das heute noch nie gesehen. Doch, wir haben schon mal Figuren, wo die dabei waren. Mit Drachenköpfen? Ja. Die sind fantastisch. Ja, ich werde langsam alt, ich kann mich da nicht dran erinnern. Das ist so im Moment der Spruch des Jahrtausends. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie der Mensch ist, oder Leute? Ja, ich würde sagen, eine 100%ige Kaufempfehlung für das Heft. Gut, 5,99 € ist schon ein Happen. Ja. Aber wenn man bedenkt, was es sonst noch zu kaufen gibt, da rollen einem die Augen. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Heft haltet, beziehungsweise von der Vorstellung von dem Heft. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht habt. Ich würde sagen, das war's für heute. Jawohl. Und wir verabschieden uns mit Wort was Schönes, lest was Schönes. Bis zum nächsten Video. Tschöne. Tschö.